Ja. Kann ich mich ja gleich mal auf den Stuhl setzen. War ja viel Arbeit. Aber sie ist fertig. Die Burg. Kann nicht so weit gucken, so groß ist die. Da draußen ist gerade dunkel, aber es tut der Sache ja keinen Abbruch. Und ich gehe mal ein bisschen so rum. Die Bilder kennt ihr ja eigentlich soweit aus dem fertigen Bau. Videos davor. Naja, da geht jetzt der Turm rauf. Ich werde jetzt nicht alle Türme besuchen, ich gehe jetzt in den Mittelteil. Wenn er mich lässt. Ja. Aber zum Mittelteil kommt man ja so nicht. Außer man nimmt die Leiter. Aufgehen. So, das müsste der eigentlich der Speisesaal sein. Weil hier ist nämlich die Küche für Geschirr, Schränke. Der Raum ist, tja, müsste man sich überlegen. Keine Ahnung. Vielleicht die Vorratskammer? Fehlt aber noch was. Naja. Geht hier weiter. Achso, hier kann man ja auch ein Schwert reintun, zum Beispiel. Und da ist es dann, ne? Müsste noch ein paar Schwerter herstellen. Dann würde ich mal die zwei Sachen auch auffüllen. Passt ja eigentlich. Ja, ansonsten wäre es von draußen. Das Tor. Da sind wir noch, immer noch nicht oben. Nee, nee. Wo kommen wir denn da hin? Es gibt ein paar verschlungene Wege. Ja, sich fast wieder verlaufen, ne? Oh, hier fehlt Licht, aber hier war auch nie Licht. Da haben wir uns dabei, so. Das ist quasi nochmal so ein kleiner Ausguck. Da unten ist das Tor. Kann man gar nicht so richtig erkennen. Ah,
Ah, dieser Bug, das ist irgendwie... Na, jetzt kommen wir da nicht mal rein. So. Und hier, das ist das Schlafzimmer. Die Könige, klar. Und wäre dann hier der nächste Aussichtsturm. Waren wir ja vorhin auf der anderen Seite. Sind halt die Rückseite, also sieht man nicht so viel. Licht ausmachen. Ja, gehen wir mal weiter hoch. Es gibt ja noch ein bisschen zu gucken. Und hier ist es auch wieder ziemlich hoch. Keine Lampe, habe ich auch ein bisschen gewundert. Muss man wohl den Elektriker hochkommen lassen, muss man selber machen. Jetzt gleich noch mal kurz hoch. Dann kann man dann noch mal ein bisschen um den Turm rumgehen. Fast. Wie man sieht. Jetzt sind wir auf der Höhe von den vier Türmen. Seite dasselbe. Und hier kommt man nicht durch, aber wahrscheinlich auch, weil man, wenn man hier kann man durch. Genauso wie da drüben auch. Dann ist man natürlich unten. Und wenn man keinen Gleiter hat, so wie ich, ist man tot. So, hier mal wieder zurück. Das ist ja die Bibliothek. Ich muss auch noch mal kurz auf den Altbalkon. Ich werde da oben hin. Kommt mal da oben hin. So geht's. Kann man natürlich bis oben hin, aber da ist, da geht es ja nicht mehr weiter. Da sehen wir so ein bisschen die Brücke. Also wieder runter. Bis hier. So. Und hier wären wir jetzt fast oben. Und da oben zeige ich euch später. Machen nachher nochmal ein Video. Und da stehe ich dann da oben. Ja, und das war jetzt quasi der kleine Rundgang. Kriegt man schon fast Höhenangst, wa? Wahnsinn. Riesiges Tal, die Burg. Hat echt Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Hat wirklich Spaß gemacht. Sehr schön. Jo, dann mal wieder zurück. Mal kurz vorbeifliegen so, eine Ehrenrunde machen. Das ist so hoch, dass er es nicht mehr richtig anzeigt. Seht ihr ja, wie er sich nach und nach die Landschaft wiederholt. Stehen bleiben, damit hat sie angefangen. Passt. Ja. Das war das Video.
bis zum nächsten. Ciao, ciao. So, da sind wir wieder. Und wir haben eine schöne Burg. Jetzt nochmal bei Tageslicht. Jo. Kleiner Rundflug. Leider kann man beim Fliegen nicht so viel Schönes zeigen. Schade. Tja, naja, aber so geht's auch. Den Baum, den kennt ihr ja. Da hat alles angefangen. Und ja, die Burg ist natürlich jetzt höher als der Baum. Die Brücke. Ja. Eigentlich gut eingebaut soweit. Auf die Burg oben drauf, dann haben wir da auch noch einen Überblick. Ja, das ist eigentlich der höchste Punkt. Ich glaube, da gibt es nichts Höheres. Man sieht ja schon die Landschaft, die baut sich auch schon nicht mehr auf, richtig. Das war eine Menge Arbeit. Mhm. Achso, es gibt ja noch einen kleinen geheimen Eingang, den habe ich noch gar nicht gezeigt. So ist der hier. Das ist eigentlich der Kerker. Und im Video gab es ja auch mal eine Falltüre, die ist da oben. Kann man löschen. So. Habe ich mal ganz am Anfang gemacht. Habe ich schon oben reingeguckt und in den Kerker hier. Quasi. Ein Kerker? Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es ja auch ein Stall. Ein ganzes Stroh. Oder so. Ja, das war's im Grunde mit der Burg. Das habe ich jetzt, ich hätte den Graben auch machen können, also hier hinten rum machen können, aber dann hätte ich ein Problem nachher hier bekommen. Ich hätte ja dann eine hohe Mauer ziehen müssen und ja, das hätte ein bisschen ganz komisch ausgesehen. Das ist ja schon vorne am Wasser, da muss ich auch ein bisschen umgestalten. Aber da fängt die Brücke noch auf, aber hier hätte es komisch ausgesehen, wenn ich hier noch so einen viereckigen Kasten hingesetzt hätte, der dann bis da hinten geht. Aber es gibt ja auch Burggräben, die sind ja ganz ohne Wasser. Und naja, hier kommt man ja nicht so dran von hinten. Kann natürlich auch noch ein paar Bauten hinsetzen. Garnisonsbauten oder sowas. Keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht mache ich ja noch was in Zukunft. Mal gucken. Aber ist doch soweit okay. Hoch hier. Tja. Das war's. Ich würde sagen, Auftrag erledigt.
Dann sehen wir uns vielleicht bei einem nächsten Projekt wieder, wenn ich wieder eins habe. Oder wenn ich was gebaut habe. Ich bringe ja zwischendurch noch Videos, weil ich noch gebaut habe. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch was. Und man sieht sich. Bis dann.